2017 entdecken Wissenschaftler um den roten Zwergstern TRAPPIST-1 gleich eine ganze Reihe solcher Kandidaten. Extrasolare Planeten, Exoplaneten findet man immer mehr. Doch wirklich interessant sind die, die der Erde ähneln. Dieser Stern, TRAPPIST, ist ja kein heißer Stern. Der ist ja nur halb so heiß wie die Sonne. Das heißt, was wir hier als hellen Schein sehen der Sonne, sieht man dort als rotes Glühen, so wie ein Ofen, ja, mit 2500 Grad etwa. Das bedeutet natürlich, dass die Planeten viel näher dran sind, damit sie so warm sind wie die Erde. Aber es gibt eben nur einen roten Schein. Da kann man fragen, sind die erdähnlich? Also was bedeutet das? Wir wollen ja nicht nur im Wasser stehen, sondern wir wollen ja auch vielleicht auf dem Land stehen. Wir brauchen Sauerstoff dort. Ist das bei TRAPPIST so? Das wissen wir noch nicht. Ein Indiz für außerirdisches Leben wäre der Nachweis von Sauerstoff in der Atmosphäre eines der Planeten. Sauerstoff ist ein sehr reaktives Gas und deswegen kommt Sauerstoff eigentlich so nicht vor. Und Sauerstoff wird, zumindest auf der Erde, kennen wir eigentlich nur biologische Prozesse, die Sauerstoff produzieren, nämlich unsere Pflanzen. Und mit Kohlendioxid ist es auch so ein bisschen so. Kohlendioxid wird ja von uns ausgeschieden. Und deswegen wäre so eine Zusammensetzung mit viel Sauerstoff und Kohlendioxid, Spuren von Kohlendioxid, wirklich sowas wie ein Fingerabdruck von biologischem Leben, wie wir es kennen. Von der Größe her sind die Planeten um den Stern TRAPPIST mit der Erde vergleichbar. Und es könnte dort auch flüssiges Wasser geben. Eine Grundvoraussetzung für Leben, wie wir es kennen.